So, Freunde, ich habe mir gerade die Hälfte davon reingezogen und ich muss wirklich sagen, ich merke schon, wie diese Energie langsam wiederkommt. What are those? What are those? Ich erzähle euch einfach nochmal so ein bisschen, was ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe. Ich habe jetzt eine Woche Ketogen gemacht, okay, und ich habe gestern angefangen zu laden. Habe richtig schön viel Reis gegessen, 600 Gramm, um genau zu sein. Und ja, ich fühle mich gerade einfach sehr gut. Ich habe heute mir so 2,5 Fitnessriegel reingehauen mit Schokolade, ein bisschen, hat richtig geil gut getan. Der Dani bringt mir jetzt gleich noch ein bisschen Reis, da kann ich noch mal ein bisschen Kohlenhydrate reinballern, ein bisschen Pump bekommen und so. Meine Form dieses Mal ist nicht ganz so trocken wie bei der letzten Diät, weil ich einfach keine Entwässerung gemacht habe. Ich finde, das sieht man auch, ich kann euch das mal kurz zeigen. Wenn ich hier in den Spiegel schaue, okay, gucken wir uns das hier an, dann seht ihr vielleicht, sieht man, dass da einfach nicht diese 100%ige Ripless da ist. So sehe ich jetzt gerade aus. Hier haben wir gerade das Shooting für Gymshark. Die Endform ist bei mir am Start. Ich sag's mal so, hätte ich entwässert, wäre es noch ein bisschen besser geworden. Also ich bin nicht 100% zufrieden, aber ich würde eigentlich sagen, ist ganz in Ordnung. Was wir jetzt gleich noch machen werden, ist eine Körperfettanteilmessung. Da bin ich nämlich selber mal gespannt, wie viel es ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, was das jetzt hier gerade für Körperfett ist. Und dann könnt ihr euch ja nachher mal schauen, ob ihr richtig geschätzt habt. Neun Komma eins ist gut. So, Leute, ihr habt jetzt auf jeden Fall von mir Posing gesehen, ihr habt ein bisschen Workout gesehen. Ich habe für die Form mal wieder alles gegeben. Ich habe am Ende das Entwässern rausgelassen, einfach mal, weil ich gesagt habe, hey, das muss einfach nicht sein. Ich gehe hier auch nicht auf den Wettkampf oder so. Aber ich denke mal, dafür ist die Form doch relativ gut geworden, oder was meinst du? Ja, die ist top geworden, Mann. Super, danke dir, Tim. Freut mich, dass du einfach mal einen positiven Kommentar über mich abgibst. Ja, Leute, auf jeden Fall vielen Dank für euren Support, dass ihr immer am Start seid. Und ich hoffe, ich konnte auch den einen oder anderen von euch da draußen motivieren. Das erste Shooting ist vorbei. Morgen kommt das zweite. Da haben wir nochmal einen Shoot, eher Outdoor. Leute, ich kann es gerade nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Wir haben heute den 23. August. Und es ist erstmals bei mir das Gefühl im August, dass jetzt Sommer ist, Alter. Geil, Mann, Alter. Wir haben 26 Grad. Ich fühle mich natürlich auch wunderbar, weil ich habe heute Morgen erstmal Maiswaffeln mit Nutella-Aufstrich gegessen. Und da ist mir natürlich direkt einer abgegangen. Und jetzt geht's zum Gymshark Shooting 2.0. Bei dem Wetter, da geht man einfach gerne shooten. Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, meine Form ist heute noch ein bisschen praller als gestern. Das heißt also, der ein oder andere oberkörperfreie Shoot von draußen wird heute sicherlich auch noch folgen. Bin ich fokussiert? Ja, bist du. Super. Also, der neue ND-Filter ist am Start. Wir können jetzt einfach mal ein bisschen testen. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt von dem Look haltet. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Aufnahmen damit schießen. Ey, der Himmel sieht so nice aus, Digga. Ist es so geil? Genau. What up, man? Nothing. How's the feeling today? Feeling is great, man. Got there was some pump going on. Some snot in my nose. Looking healthy. Boah, Alter, du ekelhaft. Funny boys on the road. Wir werden nachher noch auf jeden Fall einen geileren Ausblick haben, aber ich find's jetzt schon ziemlich nice. When the nicotine enters your system, cabron, you know. When the pump is real, you feel it.
einfach nur geiles Wetter, 30 Grad, endlich mal wieder Summer Feelings, Alter, August in Stuttgart. Und ihr wisst, Leute, der alte Aussichtsfreak genießt den Ausblick. Ich glaube, dazu muss ich nicht sagen, oder, Walle? Aber. Wir sind jetzt fertig, Leute. Ich hoffe, die ganze Szenerie hat euch hier gemundet, Alter. Guckt euch diesen geilen Shot doch einfach nochmal an. Gymsharkische Grüße gehen raus an euch. Haha! Drück nochmal dagegen. Und wie findet ihr meine Bude? So, da sind wir wieder unten, liebe Leute. Wir haben noch einen kurzen Lenker. Gehen wir zurück zum Auto, oder, Walle? Ja, wunderbar, Alter. Aber ich hoffe natürlich, mein Videolook gefällt euch. Ich gebe mir da immer viel Mühe und hole mir immer neues Equipment, dass ich bestmöglichst unterwegs bin. Vielleicht wird es auch bald mal wieder Zeit für ein neues Objektiv. Wenn man auch meine Lifestyle-Kanal-Chronologie verfolgt, sieht man auch immer wieder, dass ich videotechnisch immer fortgebildet habe. Wenn man sich hier das Gebäude anschaut, dann sieht man direkt einen knackigen Shot. Was geht? Alles klar, haut die heftige Grüße raus, oder? Ja, an Janni erstmal. Ja. Und er. Grüße an Melina. Melina, Alter, korrekt, mein Alter. Melina und Janni. So, liebe Leute, das soll's mit dem Video gewesen sein. Es kam ein bisschen verzögert, ich weiß. Ich habe seitdem sicherlich auch schon wieder ein bisschen zugenommen, aber ihr wisst, diese ganze Prank-Aktion in Hamburg hat einfach die gesamte Woche beansprucht und ich konnte wirklich gar nichts machen. Deswegen kommt es erst jetzt, aber es werden jetzt noch coole Videos kommen. Das erste Mal wird jetzt demnächst YouTuber kommen, freut euch da auf jeden Fall drauf, gibt es viele geile Sachen. Und ja, heute Abend geht es auch schon wieder los zum nächsten Auto-Event. Da kommt auch was Geiles. Wir sehen uns, liebe Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare ein bisschen eure Meinung und wir sehen uns. Macht's gut.